für diese Rede. Ganz, ganz gute Ohren. Ich glaube, wir erfahren wieder Dinge, die wir vielleicht noch nicht wussten oder die wir anders wussten. Auf jeden Fall freue ich mich, dass du da bist und schenke dir jetzt dieses Mikrofon. Ich glaube, du musst ein bisschen höher stellen. Und hört ihr uns hinten? Ja! Weil sonst müssen wir das Mikrofon tauschen. Okay, sie hören uns hinten. Daniel ist halt lang. Daniel ist halt lang, Hans. Wunderbar. Hallo Reutlingen! Ihr Lieben, bevor ich auf irgendwas inhaltlich eingehe, möchte ich einen Moment in Erinnerung rufen, den viele von euch hier auf diesem Platz selbst erlebt haben. Und ich möchte, es ist eine einzige Sekunde gewesen. Und zwar als dieser Platz Mitte November 2021 brechend voll war. Wir hatten ein Wetter wie heute. Und es war so, dass die ganze Nation unter Druck stand und die Spaltung zwischen die Menschen getrieben worden war, zwischen die, die sich diese unselige Spritze hatten geben lassen, meistens weil sie dazu gezwungen, genötigt wurden, und die anderen, die sich diesem Druck verweigert haben, standhaft geblieben sind. Und da ging ein Riss durch ganz Deutschland. Ihr erinnert euch, oder? Ja. Und es waren 800 Menschen auf diesem Platz. Stellt euch das vor. Und es geht ein Mann an das Mikrofon. Und er sagt, mein Name ist Hans-Jörg. Ich bin dreimal geimpft. Und eine Sekunde lang war dieser ganze Platz mucksmäuschenstill. Und dann brach was los? Was brach los? Ein Beifall brach los, hier auf dem Platz. Und wisst ihr, was der Beifall bedeutete für den Hans-Jörg und für uns alle? Wir gehören zusammen, wir lassen uns niemals spalten. Das habe ich hier erlebt und das ist ein historischer Augenblick, weil nämlich immer wieder diese Angriffe des Bösen kommen. Es ist eine dunkle Energie, die Menschen immer gegeneinander aufbringen will. Und dann heißt es über den, ja, das sind Reichsbürger, mit dem machen wir keine gemeinsame Veranstaltung. Oder über den anderen heißt es, er hat ein veraltetes Frauenbild, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder mit dem nächsten heißt es, du, das ist ein Linker, mit dem kannst du dich, auf den kannst du dich nicht verlassen. Und permanent werden irgendwelche solche Dinge über andere in der Bewegung, aber auch unter den Menschen gesagt. Und wir haben gezeigt, in diesem einen Augenblick vor 2 Jahren, in diesem einen Augenblick, als alle erstarrt waren, wieder redet einer, der geimpft ist. Und dann brach der Beifall los als Zeichen dafür, ja, wir gehören zusammen. Und jetzt möchte ich ganz speziell eine besondere Zielgruppe ansprechen. Denn ich weiß, dass das, was wir heute hier tun und das, was wir heute hier singen und sagen, dass das auch woanders wahrgenommen wird. Ich möchte eine Zielgruppe ansprechen, zum Beispiel die Richter. Ich möchte zum Beispiel die Polizisten ansprechen. Ich möchte die Behördenmitarbeiter ansprechen, bei denen inzwischen auch etwas in Bewegung gekommen ist, die sich auch ihre Fragen stellen. Und nur ganz aktuell, das wisst ihr natürlich, weil ihr gut gebildet seid, über die aktuellen Dinge, was die Europäische Arzneimittelbehörde jetzt erst unlängst, vor wenigen Wochen, auf eine entsprechende Anfrage von Europaabgeordneten geantwortet hat. Dieser sogenannte Impfstoff wurde nie darauf getestet, ob er vor Ansteckung schützt. Das ist jetzt im November 2023 amtlich. Und damit sind alle, die sich nie haben die Spritze geben lassen, damit andere Menschen ja nicht davon angesteckt werden könnten, die diesem Narrativ der Ansteckung dieser angeblich so gefährlichen Krankheit niemals gefolgt sind. Alle diese Menschen sind jetzt auf der richtigen Seite der Geschichte. Und das ist euer Verdienst. Wir haben durchgehalten. Und ich möchte jetzt die Menschen ansprechen, die sich haben reinziehen lassen.
die sich vielleicht auch reinziehen lassen mussten oder meinten, dass sie es müssen, weil sie keine andere Chance sahen, ihre eigene berufliche Existenz zu sichern. Denn davon hat es Tausende, Hunderttausende Menschen in diesem Land gegeben, die diesem Druck folgen mussten oder glaubten, folgen zu müssen. Und die möchte ich jetzt ansprechen. Punkt 1. Lebst du in einem Land, in dem du alles denken und alles sagen darfst, was du für richtig hältst? Nein! Oder ist es so, dass das, was Wahrheit ist, von irgendwelchen Kräften in diesem Land festgelegt werden will? Ja! Das war meine erste Frage. Meine zweite Frage. Kann in diesem Land frei und offen, und ich spreche auch die an, die zufällig zuhören, darf in diesem Land frei und offen, zum Beispiel, wer der Schuldige im Ukraine-Krieg ist, wer der Schuldige im Krieg im Heiligen Land ist, oder ob Klima und CO2 eine große Bedrohung für die Menschheit darstellt, darf in diesem Land über alles offen diskutiert werden? Oder aber ist es so, dass bestimmte Meinungen ganz gezielt zurückgehalten werden? Ja! Meine dritte Frage. Ist es so, dass alle Menschen hier in diesem Land das Recht haben, ihre Meinung zu äußern, und zwar faktisch, ich rede nicht vom Grundgesetz, haben sie faktisch das Recht, wird es ihnen zugestanden, ihre Meinung zu äußern, oder gibt es sogenannte Meinungsführer in diesem Land, Leader, die behaupten, sie vertreten die Wissenschaft und niemand anders darf etwas anderes sagen? Wie ist das? Das ist meine dritte Frage. Jetzt kommt die vierte Frage. Ist es so, dass diejenigen, die abweichende Ansichten haben, dass die als Abweichler toleriert werden, als sogenannte Dissidenten, so sagte man das früher, als es den real existierenden Sozialismus bis 1989 gab, als Dissidenten anerkannt sind? Oder aber ist es so, dass sie als Feinde betrachtet werden und mit abwertenden Begriffen belegt werden, wie zum Beispiel Leugner, Corona-Leugner, Klima-Leugner, dass solche Begriffe herausgeholt werden aus der finstersten Ecke des Mittelalters. Da wurden die Menschen auch gegenseitig als Leugner oder Hexe beschimpft. Heute leben wir im Land und in der Zeit, wo die Freiheit tatsächlich regieren soll. Und deshalb meine Frage, leben wir in einem Land, wo wir tatsächlich die Menschen, die andere Ansichten haben, wirklich achten und schätzen? Oder ist es so, dass diese Menschen von anderen Menschen, die irgendwelche Macht haben, geringschätzig betrachtet werden? Meine fünfte Frage, was die Sprache betrifft. Wir sprachen schon davon, dass bestimmte Begriffe das Denken prägen. Zum Beispiel Putin-Versteher. Das ist ein Begriff, der schon sehr früh geprägt wurde. Da gab es noch lange nicht den jetzigen Ukraine-Konflikt. Das ist schon etwa 10 Jahre her. Da wurde Herr Wladimir Putin verächtlich gemacht, und diejenigen, die dann gesagt haben, man muss die Interessen Russlands auch respektieren, speziell dann, wenn die NATO sich Stück für Stück immer weiter Richtung Osten ausweitet und mit wenigen Kilometern man jetzt mit Raketen Moskau treffen kann. In so einer Situation muss man auch die Russische Föderation verstehen. Da, als das gesagt wurde, schon vor 10 Jahren, das war noch lange, lange vor dem Ukraine-Krieg, da wurden solche Menschen als Putin-Versteher geringschätzig betrachtet. Worauf aber deutet es hin, wenn bestimmte Begriffe absolut gesetzt werden und wenn Menschen mit Begriffen zu Feinden gemacht werden? Wofür ist das ein Zeichen? Das ist ein Zeichen
möglicherweise für demokratische Verhältnisse oder ist es ein Zeichen für totalitäre Verhältnisse? Und das rufe ich euch Richtern zu. Wir wissen, wie wir hier stehen und viele von uns haben nach wie vor immer noch Prozesse am Hals aus der Zeit der sogenannten Corona-Maßnahmen. Und ihr Richter, ihr Anwälte, ihr Staatsanwälte, ihr müsst das jetzt abwickeln. Von euch wird verlangt, dass ihr diese Menschen verurteilt. Ja, genau, ich spreche es offen aus. Warum wird es von euch verlangt? Weil in diesem Land, und das ist schon länger als 4 Jahre, nämlich wer regiert, wenn es um Gerichte geht? Die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft regiert. Warum? Weil die Staatsanwaltschaft unabhängig ist oder ist sie dem Gehorsam der Politik verpflichtet? Sie ist dem Gehorsam der Politik verpflichtet, die Staatsanwaltschaft. Und das hat ein sehr, sehr guter und vorbildlicher Demokrat, nämlich Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung, schon vor vielen Jahren in einem Video, das kann man aufrufen, Heribert Prantl, Staatsanwaltschaft, das einfach eingeben. Da hat er das schon festgestellt, dass das ein Geburtsfehler dieser Republik ist, dass wir nicht wirklich eine Gewaltenteilung haben. Aber eins steht fest, das, was wir in den letzten 4 Jahren erlebt haben, hat uns so stark gemacht, dass wir die wirkliche Demokratie und den wirklichen Rechtsstaat in diesem Land erringen werden. Und jetzt meine 6. Frage. Ist es so, dass wir tatsächlich in allen Bereichen die demokratisch verbrieften Rechte, die rechtsstaatlich verbrieften Rechte wahrnehmen können? Oder hat es in den letzten 4 Jahren Situationen gegeben, wo Menschen allein nur dafür, dass sie die Regierung kritisiert haben, wegen ihrer Gesundheitspolitik, auf den Boden geworfen wurden? Und an der Art, wie ich das ausspreche, merkt ihr schon, wie uns das immer noch erschüttert. Schwangere Frauen wurden mit 4 Polizisten, wurde auf schwangere Frauen obendrauf gehüpft, wie auch immer ich das ausdrücken soll. In Berlin, wir haben diese grässlichen Szenen. Ich sehe immer noch einen, den sie festhalten, von hinten halten sie die Hand fest. Kennt ihr die Szene? Und dann kommt ein Polizist und haut ihn mit dem Knie gegen den Kopf. Das hat es gegeben in Deutschland. Das war rohe Gewalt gegen Menschen, die einfach nur für die Grundrechte auf die Straße gegangen sind. Und so etwas wollen wir nie wieder haben. Und deshalb meine Frage an euch, ihr Richter. Wollt ihr solche Verhältnisse dauerhaft in Deutschland haben? Oder wollt ihr dazu beitragen, dass wir in diesem Land eine wirkliche Demokratie und einen wirklichen Rechtsstaat wieder einkehren lassen? Und jetzt sage ich euch, wo ich diese Punkte hergenommen habe. Es gibt eine Seite im Internet, die wird betrieben. Das sage ich gleich, wer sie betreibt. Ich sage erstmal, in dem Fall sind es 7 Punkte. Wenn ein Regime den Anspruch erhebt, Stichwort Klima, Stichwort Ukraine oder Israel, die Wahrheit allein zu besitzen, wenn das ein Regime für sich beansprucht, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es sich um ein totalitäres System handelt. Punkt 2. Wenn diejenigen, die anderer Ansicht sind und dagegen Argumente vorbringen, wenn die ausgegrenzt werden, wenn also rationale Kritik keine Chance hat, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es sich um ein totalitäres System handelt. Wenn diejenigen, die die Menschen mit ihren sogenannten Wahrheiten beherrschen, geschützt werden durch den Staatsapparat, durch die Polizei, durch die Richter, durch die Polizei, wenn die geschützt werden, wenn Führer, ich bespreche das Wort bewusst aus, hört ruhig hin, ihr Staatsanwälte. Wenn also Führer in einem Land ganz gezielt abgeschirmt werden gegen das Volk, gegen andere Meinungen, dann ist das ein Zeichen. Wofür? Für was für ein System? Für ein totalitäres System. Der 4. Punkt. Wenn
Diejenigen, die folgen den Narrativen als die Guten gelten und diejenigen, die die Narrative, das was also verbreitet wird, kritisieren, als böse dargestellt werden, dann ist das ein Zeichen, wofür, für welches System? Für ein totalitäres System. Der fünfte Punkt, wenn eigene Sprachsysteme entwickelt werden, ich nehme nur mal ein Stichwort, Alltagsmaske. Der Begriff Alltagsmaske, den hat es nie vorher gegeben in Deutschland, in der deutschen Sprache. Plötzlich kommt so ein Begriff hoch. Mit dem Begriff sollte den Menschen verdeutlicht werden, das ist etwas, was ihr jetzt jeden Tag tragen müsst. Das war der Begriff Alltagsmaske. Wenn also Begriffe gezielt gemacht werden, um die Menschen in ihrem Denken gefangen zu halten, ist das ein Zeichen wofür? Für ein totalitäres System. Wir kommen an den sechsten Punkt. Nämlich, wenn Grundrechte abgeschafft, verletzt werden, unter dem Vorwand, es sei ja nur eine Einschränkung der Grundrechte. Wenn sie verletzt werden, wenn Menschen verletzt werden, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es sich um ein totalitäres System handelt. Und der siebte Punkt, wenn mit Gewalt diese gesamte Ordnung, soll ich das Ordnung nennen, dieses Chaos mit Gewalt durchgesetzt wird, dann ist es ein Zeichen für ein totalitäres System. Und wisst ihr, wo ich diese sieben Punkte her habe? Jetzt haltet euch gut fest. Von der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist der Artikel Totalitarismus. Das kann jeder nachlesen. Und euch Richtern rufen wir zu, besinnt euch auf euren Amtseid. Besinnt euch darauf, welche Ordnung ihr zu schützen berufen seid und auch versprochen habt. Und jetzt vielleicht einen aktuellen Autor, der das auf den Punkt bringt. Und ich persönlich stimme ihm zu, ich unterscheide nicht mehr zwischen Faschismus und Totalitarismus. Für mich handelt es sich einfach nur um zwei verschiedene Begriffe, auch wenn man wissenschaftlich darüber lange streiten kann. Ich zitiere diesen Autor. Zitat, faschistisch wird es, wenn Nachrichten oder Informationen, die von der Meinung der Herrschenden abweichen, diffamiert, zensiert und unterdrückt werden. Also nur noch eine Meinung akzeptiert und geduldet wird. Zitat Ende. Danke Herrn Ulrich Mies für diese klare Beschreibung der aktuellen Situation in seinem Buch 1x1 des Staatsterrors. Und dann noch ein Zitat. Es handelt sich um einen neuen Faschismus mit globalem Anspruch, der sich bislang auf den sogenannten Freien Westen konzentriert. Zitat Ende. Indem sich der Staat als souverän aufschwingt, bestimmen Staatsterror und die Tyrannei, also das organisierte Politverbrechen von oben herab politisch, was Wahrheit ist. Wenn sich die Exekutive verabsolutiert, alle Gewaltenteilung ausgehebelt hat und alleine bestimmt, wo es lang geht, sind alle Dämme gebrochen. Und ein Punkt, wo das sehr deutlich wird, ist, wenn im Fernsehen oder in den Medien, wo auch sonst, in den Printmedien, wenn es um Klima und CO2 geht, da heißt es dann immer, die Wissenschaft hat das überwiegend, 97% der Wissenschaftler hätten irgendetwas einstimmig rausgefunden. Dann können wir dazu mit Herrn Dr. Markus Krall nur Folgendes sagen, Zitat. Wenn jemand sagt, es gäbe einen wissenschaftlichen Konsens, dann hat er das wissenschaftliche Prinzip nicht verstanden, sondern er leugnet das wissenschaftliche Prinzip. Er stellt sich in Feindschaft zum wissenschaftlichen Prinzip. Das ist der Punkt. Wissenschaft heißt, dass es immer nach vorne offen ist. Und Einstein soll gesagt haben, und wenn 100 das so rumreden und ein einziger ist, der begründet die Gegenmeinung darlegen kann, dann ist alles ins Wanken gekommen. Das war jetzt freie Wiedergabe von Albert Einstein. Das ist wirkliche Wissenschaft. Wir werden uns nicht abfinden damit, dass uns hier in diesem Land
eine totalitäre Diktatur aufgepresst werden soll. Wir stehen für Freiheit. Ihr Lieben, es ist so, ich möchte euch gleich doch nochmal auf die Blätter, genau, jetzt bin ich da. Ich möchte euch zum Abschluss Folgendes sagen. Und zwar, da knüpfen wir an den Einstieg mit jenem hier Hansjörg, dem so warmherzig bei diesem Augenblick so warmherzig damals hier auf dem Platz begrüßt und applaudiert wurde. Nämlich, ich frage euch mal, wer von euch ist der Ansicht, dass Liebe zwischen zwei Menschen dasselbe ist wie Liebe zwischen zwei Tieren? Ich sehe wenige Arme. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Es gibt keinen, ist eine Ansicht. Genau, schön, dass wir auch unterschiedliche Ansichten haben dürfen. Meine Ansicht dazu ist, dass der Mensch, ich darf das mal wie folgt zitieren, zu einer Form der Liebe berufen ist, die ich nur mit einem berühmten Psychologen, der Mann heißt Viktor Frankl, auf den Begriff bringen kann. Zitat: Liebe ist ein intentionaler Akt. Zitat Ende. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Liebe mehr ist als ein sich zu dem anderen hingezogen fühlen. Und wer Liebe erfahren hat, der weiß, dass da viel mehr noch drin steckt. Liebe richtet sich auf den anderen. Liebe ist etwas, was sich auf sein Wesen richtet. Und das hat dieser Psychologe zum Ausdruck gebracht. Er sagt, Liebe, so könnte man sagen, lässt uns des Wertbilds eines Menschen ansichtig werden. Zitat Ende. Was bedeutet das? Jemand anders hat das wie folgt in Worte gefasst. Er hat gesagt, Liebe heißt, ich glaube daran, dass du der wirst, der du sein sollst von deinem Schöpfer her, der du vorgegeben, das, was in dir ans Potenzial drin ist, dass du das entfalten kannst. Ich glaube an dich. Das ist auch eine Form des Sagens, ich liebe dich. Und warum ist das wichtig? Weil wir in einer Zeit leben oder sagen wir in eine Zeit hineingerutscht sind, in der Folgendes passiert ist. Da wird uns überall von den Dächern, aus den Fenstern, in den Medien verkündet, auch wenn es vorbei ist zwischen Dietrich und Elke, dann ist es für immer vorbei. Dann ist es für immer vorbei. Meine Frage, ist das zwingend? Oder könnte es zu dem Augenblick kommen, da tatsächlich nach Jahren plötzlich wieder aufflammt, was sozusagen im Verborgenen nur geglüht hatte? Ist das rein theoretisch möglich, weil vielleicht einer von beiden dieses Wertbild des anderen in seinem Herzen getragen hat und damit nie aufgehört hat? Versteht ihr, worum es geht? Es geht um unser Menschenbild. Und es geht darum, dass wir mit all diesen Diskussionen, auch wenn du dich davor nicht schützt, da wirst du todkrank, da kannst du sterben, dass man mit dieser Panikmache, mit dieser Angstmache auch unser Menschenbild verändern wollte. Und wir alle, behaupte ich, wir haben etwas in uns, was ich die Vertikale nenne. Das heißt, wir sehen nicht nur auf in dem, was hier um uns rum ist, sondern wir wissen, es gibt tatsächlich das Absolute. Es gibt so etwas wie das Wahre und das Gute. Und dafür setzen wir uns ein. Und haben wir noch 2 Minuten? Wenn wir noch 2 Minuten haben, dann bitte ich euch um einen Klatschrhythmus. Miteinander in folgendem Rhythmus. Vergiss es nie, dass du lebst, war keine eigene Idee. Und dass du atmest, kein Entschluss von dir. Vergiss es nie, dass du lebst, war eines anderen Idee. Und dass du atmest,
sein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Clou, ja, der Clou. Ja, du bist du. Danke, ihr Lieben. Danke für euer Zeugnis.